Danke. Ja, super, kann ich gleich den Namen nochmal richtig aussprechen? Der Name ist nämlich I Think I. I Think I ist ein Startup, was wir gegründet haben im vergangenen Jahr. Und der Begriff Little Data Company beschreibt eigentlich schon, worum es geht. Im Moment und in den letzten Monaten und Jahren ist ja in allen Gazetten zu lesen, im Netz und überall, es geht um das Thema Big Data. Das heißt, es wird immer mehr Daten angehäuft, immer mehr Daten über Nutzer, über Target. Es wird immer mehr gesammelt und das ist das große Paradigma. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich doof, dass so viele Daten gesammelt werden und wie kann man mit diesem Thema umgehen und zwar auch wirtschaftlich umgehen, sodass der Nutzer in eine neue Rolle hineinversetzt wird. Und das erste Paradigma, was wir uns vorgenommen haben, ist, alle Daten, die ich selber generiere und die generiere ich ja durch mein Nutzungsverhalten, möchte ich auch einsehen können. Ich möchte auch wissen, was da überhaupt passiert. Weil im Moment ist es so, wir sehen hier, wer meine Daten alles sammelt. An den verschiedensten Orten, überall im Netz. Vom Gerätehersteller geht es los, über die Provider, über die Leute, die die Software machen, aber an der Supermarkttheke, über meine Kreditkarte, wenn ich eine Reise mache, alles. Und ich selber habe überhaupt gar keinen Überblick mehr, wo meine ganzen Daten sind. Die anderen haben es also, aber wir selber nicht. Das ist der Haupthintergrund für I Think I. Wir haben gemeinsam mit Softwareentwicklern aus dem Open-Source-Umfeld das Projekt richtig gestartet vor ungefähr 4 Monaten. Das heißt also, es ist eine ganz frühe Phase von einem Unternehmen, wo wir versuchen wollen, zusammenzubringen, einerseits das User-Enabling und auf der anderen Seite die Offenheit und Freiheit. Wie haben wir das gemacht? Wir versuchen mit einfachen Mitteln im ersten Schritt eine Software-App zu bauen, die ist auch im Android Store erhältlich und auf unserer Webseite ithinki.me. Man kann sich diese App runterladen und die erstmal trackt die Inhalte nur auf dem eigenen Gerät. Das heißt also, wir als Anbieter haben gar keinen Zugriff auf die Daten. Es geht also darum, zu sehen für mich selber, was für Daten entstehen überhaupt und überhaupt, wir als Plattformanbieter nicht in die Rolle kommen, dass wir überhaupt Ihre und eure Daten in die Finger bekommen. Es ist ein totaler Switch gegenüber dem aktuellen Paradigma, dass man möglichst viele Daten sammelt. Wir glauben aber, dass es in der Zukunft so sein wird, dass es eher kollaborativ ist. Das heißt also, wir sagen einerseits, die Daten gehören dem Nutzer. Wir sagen, die Daten bleiben auf dem Gerät und werden nicht zentral gesammelt. Wir sagen, man kontrolliert die Daten selber, was man damit also tut. Ich kann selber als Nutzer die Daten exportieren und sortieren und ich kann letztlich entscheiden, was ich damit machen möchte. Und so sieht das dann aus. Ich habe also eine App, eine sozusagen Meta-App auf meinem Gerät und die trackt, welche Software, welche Apps ich genutzt habe. Im Moment ist die Funktionalität so, dass ich erstmal sehen kann, was ich am Tag für ein Nutzungsverhalten gehabt habe, was ich in der Woche, im Monat und im Total Time. Und das ist schon sehr, sehr interessant und zum Teil erschreckend, wenn man guckt, was ich im letzten Monat für eine Nutzung zum Beispiel bei Twitter hatte. Da hatte ich einen Tag und so viele Stunden Twitter-Nutzung innerhalb von einem Monat. Das ist natürlich total abgefahren, weil wenn man ständig drauf guckt, sind das ein paar Sekunden, aber ich habe überhaupt kein Metering. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich das nutze. Das heißt also, der erste Schritt ist, diese App möchte ich natürlich euch und Sie alle bitten, sich die mal runterzuladen und auszuprobieren, weil wir im Moment User-Feedback einsammeln. Der Hintergrund ist, eben erstmal den Kopf aufzumachen, dass man sich überhaupt über das Thema Gedanken macht. Hauptfrage, die uns natürlich gestellt wird, oh Gott, das ist ein Startup, wie macht ihr denn Geld? So, und die Frage ist natürlich, könnte man einfach beantworten über, okay, wir schalten Werbung, wir machen irgendwelche Subscription-Modelle, irgendwas so ein bisschen langweiliger Kram. Wir glauben, dass wir in der Zukunft es eher hinbekommen können, mit den Usern zusammen die Daten an Interessierte weiterzureichen und zu verkaufen. Das heißt also, dass die Personen, die diese App nutzen, damit sogar Geld verdienen können, dass sie Researchern und anderen die Daten zur Verfügung stellen. Das heißt also, es geht darum, sein digitales Nutzungsverhalten überhaupt erstmal kennenzulernen. Es gibt natürlich 1000 Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben mit dieser App begonnen und ich würde mich freuen, wenn Sie und ihr sie einfach mal runterladet. Danke.